So, hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Hallo. Die Lufthaxe fliegt. Ja, haben wir da glaube ich schon mal gelesen. Falls ihr euch fragt, warum machst du in diesem Let's Play eigentlich alle 15 Minuten Cut und in den anderen nicht? Es wird mir durch Panax angezeigt und dass es ja nicht asynchron wird. Hier geht es zur Lufthaxe. Ja, ist doch cool, ne? Okay, kommst du. Und ich muss es. Ich spiele es ja sowieso im im Fenstermodus. Dann passt das eigentlich, ja. Zitfarbe der erste. Das habe ich, glaube ich, auch schon alles gelesen. Also können wir eigentlich. Habe ich mit dem schon geredet? Hallo, ne? Das ist ja das legendäre Frachtschiff. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dieses Frachtschiff jemals mit meinen eigenen Augen zu sehen. Die Antriebe der modernen Luftschiffe sind nach dem Vorbild dieses wegweisenden Modells gebaut worden. Aber verglichen mit dieser mutale Luftschiffe ist alles, was heutzutage gebaut wird, nur ein Fliegen. Ach du Fuck. Da hat man jetzt wahrscheinlich mitgekriegt, wie meine Stimme immer mehr abkackt. Okay. Ich sollte mehr trinken. Ja, ja. Und das, was jetzt kommt, und das ist sau cool, ja. Die Idee, die wird aber so oft verwertet. Die kommt öfter im Fernsehen. Die war schon bei, die gab's bei GTA San Andreas zum Beispiel. Die gibt's sogar bei Pokémon. Also gucken wir mal. Oder? Ja, genau. Was liegt an, Steiner? Kerl, steckst du vielleicht wieder ein da? Sag mir sofort, wo die Prinzessin ist. Jetzt mach mal halblang. Ich bin doch gerade erst zur Tür rein. Jedenfalls ist die Prinzessin nicht hier. Und das, obwohl ich sie gebeten hatte, in diesem Zimmer zu bleiben. Kein Grund auszurasten. Sie macht wohl irgendwo draußen einen Spaziergang oder so. Welch leichtsinnige Unvorsicht. Schon auf der Reise nach Lindblum war die Prinzessin unzähligen Gefahren ausgesetzt. Nun auch noch ein Spaziergang in dieser riesigen, fremden Stadt. Noch dazu alleine, wenn ihr etwas zustoßen sollte. Aber mit dir kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Ich werde die Prinzessin also selbst suchen gehen. Ha. Nee, ich glaube, das kommt erst danach. Kristall am Reif. Ja, tut mir leid, aber... Ich denke, ja, jetzt kommt genau das und das und dann kommt das doch erst danach. Naja. Äther halten und ein Kristallreif war im anderen drin. Hallo, Antonna? Mock. Haben wir Mocknet? Ja, an Mock einen Brief über ihn. Ein Brief von Kumo. Hurra, hurra. Vielen Dank, Kupo. Tausend Dank, Kupo. Von Kumo an Mock. Stilskinder hat mich besucht, Kupo. Er sagte, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe. Und dass er dahin geht, Kupo. Aber dann war er auch schon wieder weg, Kupo. Aber wo genau ist jetzt... wo genau ist er jetzt eigentlich hin, Kupo? Lass mich wissen, wenn du etwas weißt, Kupo. Oh, Stilskin, Kupo. Stilskin, Kupo. Ob er wohl nach Lindblum ist, Kupo? Nix. Eine Bitte. Übergib diesen Brief an Atura. Ja, okay. Speichern. Let's speicher. Ich speichere Kupo. Kupo. Ich finde das immer so süß, wenn die Mogris mit ihrer Feder in ihr Buch runterschweben und dann das reinschreiben. Das ist immer so cool. Ja, die Mogris. Ich bin so froh, dass es sie wieder gibt. Also, dass es sie in diesem Teil gibt, sagen wir mal so. Kam ja in Final Fantasy 6 auch schon, da hießen sie Moglis. Warum auch immer. Ich glaube, der Übersetzungsfehler war eher bei Final Fantasy 6, weil es hat mehr Übersetzungsfehler. Eddie, wo treibst du dich bloß rum? Dum. Ja, ich weiß, wo sie ist. Unbefugter Zutritt hier verboten. Aber warum? Ja. Ja, das sind natürlich die besten Arbeiter, solche kann man sich nur wünschen, genauso wie solche, die, wenn man ihnen irgendwas sagt, legen sie eine CD rein und dann kommt, das geht mir alles sowas von am Arsch vorbei. Doch, das kommt jetzt klar schon. Dieses Lied, das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Die Stimme von Lilly, das kommt auf jeden Fall von oben.
Okay. Ich weiß, wie das jetzt funktioniert. Also wir kommen hier, glaube ich, auch nicht weiter. Hier könnt ihr nur mit ausdrücklicher Erlaubnis einer Exzellenz passieren. Schöner Mist, wenn ich mir nicht irgendwas einfallen lasse, komme ich an dem Typen da oben überhaupt nicht vorbei. Wenn ich auch in Uniform ankommen würde, ließ er mich vielleicht sicherlich einfach so durch. Ja, wie gesagt, diese Idee, die ist verdammt. Die ist eigentlich ziemlich... Ich finde das ziemlich cool, aber sie ist halt auch schon ziemlich alt. Weil die wird so oft verwendet. Hey, guck mal. Hey, schnell, wach auf! Wer, wie, wo, was, wo? Da oben treiben sich ein paar verdächtige Kerle rum. Was? Wo? Zeig mir wo. Klar, komm mit. Hey, nicht dort, hier in dem Zimmer. Oh, oh. Na, wartet, elendes Räuberpack. Hey, was soll das? Lief ja wie im Schnürchen, hey. Und jetzt kann man, glaube ich, hier rein. Dann... Ja, genau. Hilfe, ist da hier... Ist da draußen jemand? Ich habe Angst im Dunkeln. Bitte holt mich hier raus. Nun hör doch auf, so einen Terz zu machen. Ich lasse dich auch raus, wenn ich fertig bin. Und wir haben jetzt so einen lustigen Speer. Oder eine helle Bade, wobei ich nicht wirklich weiß, was der Unterschied zwischen einem Speer und einer hellen Bade, helle Bade ist. In dieser Aufmachung kann ich den Aufzug benutzen, ohne dass mich irgendjemand verdächtigt. Hallo, na? Keine besonderen Vorkommnisse. Ja, das sagen jetzt alle zu einem Flop. Jawohl. Flop. Und wie gesagt, in Pokémon gibt's das auch. Beim Radioturm in Dukatia City und bei GTA gibt es auch. Schnell vorbei. Hallo? Hey, du da! Was treibst du da? Jetzt erwische ich dich schon das dritte Mal beim Dösen. Uff, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Puh, er hat nicht uns gemeint. Hallo, na? Hallo, na? Was? Ein Mädchen? Ist das... Ja, das ist ein Arbeiter. Ach, du meinst... Ach, die meinst du. Hier ist vorhin die Treppe rauf. Na gut, dann, ja. Schön. Jetzt kommt dann gleich wieder eine Sequenz. Eine ziemlich coole Sequenz, wie ich finde. Bei diesem Lied läuft einem irgendwie ein Schauer über den Rücken. So. Und jetzt werde ich dann gleich wieder die Fresse halten. Wer hätte es erwartet, bei mir ist die Sequenz wieder abgekackt. Deswegen habe ich euch an dieser Stelle wieder die E-Sequenz reingeschnitten. Ein wunderschönes Lied. Wie hast du es bisher raufgeschafft? Das war eine meiner leichtesten Übungen. Ja, richtig. Sich in ein Schloss einzuschleichen, das sollte für dich keine Herausforderung sein. Moment. Okay. Nanu? Boah, ist das hoch. Sieh mal, wie klein die Stadt von hier oben wirkt. Hey, hier gibt es ja ein Fernrohr. Los, Lilly, da müssen wir durchgucken. Komm schon. Let's durchguck. Ja, das ist auch cool. Sowas gibt's auch in Pokémon. Look, look. Aber das kam in Pokémon erst danach. Ja, mit der
mit dem Steuerkreuz das Fernrohr verstellen. Flop, 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 flop. Ja, wir müssen jetzt hier ein paar Sachen finden. Guck, guck mal. Da war doch was. Es ist ein bisschen komisch, hier was anzuvisieren. So. Ein Fluss, der direkt am Südentor vorbeifließt. Wenn man den Fluss entlang geht, dann kommt man wohl zum Südentor. Ich denke mal, dass das gar nicht liest. Wenn nicht, dann, release sie dann? Dort ist ja ein Chocobo. Ob es in dem Wald wohl streunende Chocobos gibt? Und da werden wir danach hingehen. Wenn ich hier in Lindblum fertig bin und dann... Boah, das werde ich aber schneiden. Nee, das werde ich nicht. Sagen wir nicht schneiden. Doch, das werde ich schneiden. Oder soll ich es im Imba-Speed dann auf... Soll ich es aufnehmen und im Imba-Speed rein... Ah, ich bin mir so unentschlossen, weil... Das will sich keiner von euch ansehen und ich kann das auch nicht so lange kommentieren, aber ich will das unbedingt machen, weil es so geil ist. Ausbergkette. Hinter diesen Bergen liegt Alexandria. Ohne Zweifel suchen die nach uns. Flop. Oder sagt sie dann? Hey, ich kann das Südentor sehen. Ob die wohl schon mit den Reparaturen angefangen haben? Das Tor haben wir ziemlich schrottreif gemacht. Ja, da sagt sicherlich sie dann. Das ist wohl eine ganze Weile außer Betrieb. Flop. Bometia wird von diesem Gebirge umgeben. Und um nach Bometia zu gelangen, muss man wohl diese Höhle am Bergfluss überqueren. Hallo. Ich bin mir sicher, dass in diesem Morst irgendetwas haust. Wenn wir demnächst mal in der Nähe sein sollten, können wir mal kurz einen Abstecher machen. Lass mich auch mal durchsehen. Ja, genau, da werden wir auch einen Abstecher machen. Ja, das hat sie dann gelesen, dann habe ich es falsch gemacht. Tut mir leid. Und was sagst du zu der Aussicht? Falle ich allen zur Last? Onkel Sid wusste alles. Und er hat Tantalus mit meiner Entführung beauftragt. Egal wie sehr ich mich auch anstrenge, alle anderen sind mir immer einen Schritt voraus. Immer. Was hast du, Lilly? Sieh dann. Warum hast du mich eigentlich bis nach Lindblum begleitet? Hat es dir dein Chef vielleicht befohlen? Nein, hat er nicht, Lilly, weil ich dir helfen wollte. Verstehst du? Niemand hat mir irgendetwas aufgetragen. Im Gegenteil, der Chef war sogar noch dagegen. Weswegen ich aus der Tantalus ausgetreten bin. Was? Entschuldige, das wusste ich nicht. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Außerdem ist es ja nicht das erste Mal. Sieh dann. Hm? Hast du etwas gesagt? Ah, aber wie wolltet ihr mich eigentlich entführen? Wir wollten dich mit Schlafkraut betäuben, weißt du? Das ist zwar eigentlich für Kinder, aber in hoher Dosis verabreicht. Schläft auch jeder Erwachsene in einen halben Tag. Aber da ich freiwillig mitkam, war es ja nicht nötig, mir das Kraut zu verabreichen. Würde es dir etwas ausmachen, mir etwas von diesem Schlafkraut abzugeben? Ich schlafe dieser Tage nicht so gut. Es ist aber nicht empfehlenswert, auf Medizin zu vertrauen. Wenn du willst, könnte ich dich ja nachts in den Schlaf wiegen. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Naja, ich meinte doch bloß, eigentlich wollte ich sagen... Ach, passt schon. Sag mal, dieses Lied da gerade, das hast du doch in Dali auch schon gesungen, oder? Hm, ja, ich hab dich damals geweckt, nicht wahr? Ich mag das Lied. Wie heißt es eigentlich? Ich weiß es selber nicht genau, wo ich es her... Ich weiß es selber nicht genau, wo ich es her habe. Auch nicht, wie es heißt. Aber immer, wenn ich traurig bin, dann singe ich es. Dann fühle ich mich gleich wieder besser. Ich fühle mich dann nicht mehr so alleine. Fühle mich irgendwie stark. Schon ein eigenartiges Lied. Singst du es noch einmal für mich? Und das... Das habe ich euch ja schon gesagt, als wir die Overworld betreten haben. Der Rhythmus des Liedes, das Garnet singt, ist derselbe wie in vielen Soundtracks des Spiels. Also in vielen Liedern des Spiels ist das... Hat das denselben Rhythmus. Und das ist halt so eine Melodie, die zieht sich durch das ganze Spiel. Und das... Naja... Ihr werdet sehen. Hm. Wirklich eine vortreffliche Rüstung und noch dazu in meiner Größe.
Soll ich oder soll ich nicht? Ach, ich bin immer so unentschlossen beim Einkaufen. Man kann nie wissen, wenn Brainotes angehäuft. Da sollte man schon für den Ernstfall gerüstet sein. Unerhört, die Königin würde niemals einen Krieg anfangen. Du weißt nicht, was du da redest, aber du irrst dich in ihrer Majestät. Und wer bist du, dass du das so genau wissen willst? Ich bin nur ein... Ach, scheiße, jetzt hab ich weggedrückt. Ein Rüstungssammler, glaube ich, hat er gesagt. So ist das. Da du ja Ahnung zu haben scheinst, welche Rüstung würdest du mir dann empfehlen? Ich bitte mich zu entschuldigen. Okay. Marschiert, Blutosoldaten! Was sind das denn für Figuren? Die habe ich noch nie gesehen. Du hast die wohl irgendwo auf der Straße gefunden. Pah, diese albernen Witzfiguren haben keine Chance gegen Sids Luftschiffflotte. Mit Luftschiffen ist unfair. Ich spiele nie wieder mit dir, Poncho. Hey, warte doch. Königliche Miniaturen. Diese Schwarzmagier waren wie diese leblosen Miniaturen. Ja, jetzt, das ist so ein Rückblick, jetzt kommt jeder Konflikt der Charaktere. Der Himmel scheint zu leuchten. Ist das ein Vorzeichen für etwas? Flop. Fredley, du kannst es bestimmt ebenfalls spüren. Aber wo bist du nun, Geliebter? Ich sagte dir doch, dass ich dich brauche. Ah ja, und Achtlo hat halt gesagt, er hat am Anfang gedacht, dass Freya ein Mann wäre. Ging mir genauso. Weil wegen der Rüstung erkennt man das halt nicht. Gut. Dieses Mal geht nicht schief, Zirp. Ich weiß nicht, ob das seine Stimme war. Leider ist es wieder schief gegangen. Unmöglich, Zirp. Es ist hoffnungslos. Mehr als 10 Minuten läuft der Antrieb nicht. Warum? Aber warum? Ich bin nicht nur mit dem Körper einer Juckzirpe, sondern auch mit deren Verstand aus bestraft, Zirp. Du, Lilly, was machen wir denn, wann machen wir denn mal einen Rundflug oder so? Wie meinst du das? Vor allem, der hat denselben Spruch bei der Barkeeperin auch schon angewendet. Was? So den Spruch habe ich ja doch schon bei der einen in der Bar schon. Na, dann hat das mit mir ja anscheinend nicht viel zu tun. Jetzt war doch nicht gleich eingeschnappt. Pah. Warum sollte ich eingeschnappt sein? Ist doch in Ordnung, wenn der Herr sich mit irgendwelchen Mädchen in der Bar amüsiert. Das hat gesessen. Flop. Boah, pass auf. Wie auch immer. Wenn ich das Jagdfestival gewonnen habe, dann gehst du mit mir raus, okay? Aber warum sollte ich das tun? Aber warum? Na los, gib dir einen Ruck. Gut. Fein, dann ist also alles abgemacht, Lilly. Jawohl, das heißt, wir müssen das Festival gewinnen. Ich will aber das Festival eigentlich nicht gewinnen, weil ich finde, man kriegt was Besseres, wenn man verliert. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute, und tschüss.